Miriam Novara und Anne Elhorn blättern in diesen Tagen immer wieder im Fotobuch, das sie ihrem Vater zum 60. Geburtstag geschenkt hatten. Vor 4 Wochen ist er gestorben. Die sterblichen Überreste sollten aus Marburg zu ihnen nach Kempen am Niederrhein überführt werden. Die Urne steckt aber jetzt irgendwo in der Post fest. Und das, obwohl DHL ihnen versprochen hatte, die Urne trotz Streik schnell zu befördern. Man möchte ja Abschied nehmen. Ich möchte ihn beerdigen und ich möchte das schön für ihn machen. Und jetzt zieht sich das. Das Gefühl, dass die Urne meines Vaters mit seiner Asche irgendwo wie ein Briefpaket irgendwo liegt, ist menschenunwürdig. Seit fast 4 Wochen streikt die Post. Millionen Briefe und Pakete bleiben liegen. Die Urne sollte als Spezialversand eigentlich nicht vom Streik betroffen sein. Aber es kommt noch schlimmer. Immer wieder verfolgen die beiden Töchter im Internet die Sendung und fragen bei DHL nach. Und plötzlich heißt es, das Paket sei gar nicht mehr auffindbar. Und diese Abfertigung, dieses am Telefon so abfertigen lassen, ja, das ist nicht da und wir finden nicht und wir bemühen uns, ja. Von der Post gibt es keinen Kommentar. Hier heißt es nur, zu Einzelfällen äußern wir uns nicht. Aber warum wurde die Urne überhaupt mit der Post verschickt? Das sei eine von verschiedenen Möglichkeiten, sagt der Bestatter Klaus Frankenheim. Wir haben den Leuten gesagt, so, sie können das mit DHL machen, dann machen wir das für sie, geben das für sie auf entsprechend. Wir können aber auch mit dem Überführungswagen den verstorbenen Transport für sie machen. Oder aber, das lässt das Landesbestattungsgesetz ja auch zu, den Transport von uns aus, dann zum Friedhof, können sie selber machen. Jeden Tag ruft Anne Elhorn beim Bestatter an und fragt, ob die Urne mit ihrem Vater angekommen ist. Sie hat sich schon oft gewünscht, sie hätte einen anderen Weg als das DHL-Paket gewählt. Ja, ich bin sauer, wütend. Immer wenn ich ein DHL-Auto sehe, werde ich noch wütender und würde am liebsten dahin gehen, den aufmachen und selber durchwühlen. Das macht mich sauer. Ich weiß, der kann nichts dafür, der Mann, aber einfach reingehen und mir selber mal gucken, ob ich es finde. Miriam Novara und Anne Elhorn wünschen sich von DHL, dass sich zumindest mal jemand bei ihnen meldet. Die Warterei sei quälend. Momentan fühlen sie sich in der Trauer um ihren Vater ziemlich alleine gelassen.